Hallo und herzlich willkommen hier bei iMailApp. Heute zeige ich euch eine coole neue App namens Found. Found ist im Mac App Store kostenlos erhältlich und ist eine unglaublich praktische App, die ich sehr oft nutze. Found ist hier oben über das Menü zu öffnen oder durch eine Tastenkombination, indem ich zweimal die Control-Taste drücke. Einfach zweimal drücken und schon erscheint das Fenster hier auf meinem Schreibtisch. Und hier fragt einen Found schon, what are you looking for? Also wonach suchst du? Einfach eingeben, zum Beispiel iMailer App, und schon erscheinen alle Dateien mit dem Namen iMail App. Es ist also wie Spotlight, aber noch viel detaillierter und noch mit einigen coolen Funktionen mehr. Wie man hier schon sehen kann, zeigt mir Found Ergebnisse hier auf meinem Mac, aber auch Ergebnisse in meiner Dropbox. Wie man hier sehen kann, habe ich mal zwei, drei Videos testweise zu meinem Dropbox-Account hochgeladen. Ich kann sie von dort öffnen. Wenn ich jetzt hier doppelklicke, habe ich schon die Datei hier. Jene, die ich bei Dropbox habe. Will ich zum Beispiel hier, zum Beispiel das erste, wie man hier sehen kann, ist ein JPEG, also ein Bild. Wenn ich da draufklicke, zeigt mir die Vorschau schon das Bild. Gehe ich zu einem Video, zum Beispiel hier oder hier, dann habe ich auch schon die Vorschau. Einfach auf Play drücken und wie ihr hier sehen könnt, kann ich das ganze Video hier in meinem Vorschaufenster anschauen, beliebig vor- und zurückspulen, Lautstärke an- oder ausschalten. Und also ich kann im Vorschaufenster wirklich alles erledigen, was richtig cool ist. Dann wollen wir mal schauen. Ich kann hier Quellen hinzufügen. Wie zum Beispiel kann ich Dropbox auch entfernen. Also dass mir die Ergebnisse von Dropbox nicht mehr zeigt. Ich kann hier noch Mail hinzufügen. Ich kann Google Documents, Google Drive und eben Dropbox. Diese vier sind noch möglich. Found ist wirklich eine unglaublich bequeme App und da sie kostenlos erhältlich ist, würde ich sie jedem ans Herz legen, sie herunterzuladen. Denn es ist einfach unglaublich besser als die Spotlight-Suche, da ich das Menü mit einem Doppelklick auf die Control-Taste einfach überall aufrufen kann. Ich zeige es euch jetzt mal schnell bei Safari. Einfach Control und das Fenster erscheint. Es ist wirklich unglaublich geschickt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieses kurzen App-Reviews. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte wie immer einen Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein und bis dann.